Mit dem letzten Update wurden ein paar kleinere neue Objekte hinzugefügt, von denen wir vorher noch nichts wussten und die ihr vielleicht ebenfalls übersehen habt, aber auch ein paar Fehler mit den Fingernägeln haben sich ins Spiel eingeschlichen. Außerdem können alle Spieler bald das Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack anspielen, mehr dazu in diesem Video. Wie in den letzten Videos bereits besprochen, wurde ein neues Update für die Sims 4 veröffentlicht, mit dem das Wellness-Tag-Gameplay-Pack mit einigen neuen Features und Objekten erweitert wurde. Hier unter anderem alle neuen im Baumodus. Was aber nur von wenigen Spielern entdeckt wurde, da nicht mal die Entwickler es in den Update-Notizen erwähnt haben, ist, dass auch ein paar neue Basisspielobjekte implementiert wurden. So können sich männliche und weibliche Sims über diesen marokkanischen Djellaba freuen, der von den Entwicklern ebenfalls in einem Entwickler-Livestream schon mal gezeigt wurde. Dieser steht pro Geschlecht in einem etwas anderen Design und Farbkombination zur Auswahl. Weiter haben wir dieses neue Paar Schuhe erhalten, welches allerdings nicht in wirklich vielen neuen Farbalternativen bereitsteht. Ansonsten wurde auch ein neuer Bart hinzugefügt, von dem sonst nur sehr wenige neue Versionen implementiert werden. Irgendwie überraschend, dass diese von den Entwicklern überhaupt nicht erwähnt wurden. Ich persönlich finde es aber ziemlich cool, noch nicht bekannte Objekte im Spiel zu erkunden. Weiter geht es um die Fingernägel, die eine coole Ergänzung sind, im Spiel allerdings leider in Kombination mit einigen Outfits zu Problemen führen. Besonders bei manchen Gesamtoutfits kann es passieren, dass diese kombiniert mit den Fingernägeln zu interessanten Effekten führt. Die Textur der Nägel befindet sich nämlich plötzlich auf dem Outfit. Das hängt damit zusammen, dass sich der Bereich, auf dem das Outfit sich auf der Sim-Textur befindet, mit dem Bereich der Nägeltextur kollidiert. Außerdem bringen Objekte, die eigentlich für das jeweils andere Geschlecht kategorisiert sind, komische, deformierte Nägel hervor. Hoffen wir darauf, dass die Entwickler diese beiden Fehler noch korrigieren werden. Übrigens hat sich mit dem Update eine weitere interessante Neuerung eingeschlichen. Die Entwickler haben die Füße der Erwachsenen-Sims nochmal neu modelliert, die jetzt nicht mehr an einen Relikt aus einem PS2-Spiel erinnern. Etwas schade aber, diese werden nur für das Vorschaubild für die Fußnägel verwendet und nicht im eigentlichen Spiel. Vielleicht gibt es hier ja mit einem der nächsten Updates nochmal einige Änderungen, mit denen wir ebenfalls die detaillierte Version der Füße nutzen können. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. So wie der Simmer Simmatically im Spiel angezeigt bekommen hat, werden alle Spieler nächste Woche Donnerstag das neue Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack kostenlos anspielen können. Eine ähnliche Aktion gab es ja bereits schon für Großstadtleben, jetzt also auch nochmal für das 9. Sims 4 Erweiterungspack. Letztes Mal ging diese Aktion genau 3 Tage, schauen wir mal, ob das Zeitfenster mit dieser Aktion wieder ähnlich lang sein wird. Wenn ihr nicht bis zum 16. September warten könnt, lässt sich die Erweiterung für nur insgesamt 16,41 € auch bei Instant Gaming finden. Wenn ihr diese für insgesamt 59% weniger haben wollt, schaut in der Beschreibung vorbei. Auch andere Packs sind hier stark reduziert. Weiter ist eine neue Folge von Sim gehört online gegangen, in der wir über das Wellness-Tag-Refresh und das neue Industrieloft-Set sprechen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten. Was denkt ihr über die neuen Objekte und sind euch noch weitere Fehler mit dem letzten Update aufgefallen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.